Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber. Wie jeden Montag schauen wir über den Tellerrand von Schule hinaus. In dem heutigen Video wird euch Personal Trainer Marc-André Muckow erklären, wie ihr Schwerathletiktraining in euren Unterricht einbauen könnt. Und sämtliche gezeigten Materialien stellen euch natürlich unter dem Video in dem Link zur Verfügung. Viel Spaß! Hi ihr Lieben, willkommen heute mit dem Thema Schwerathletik in der Schule. Und ähm, ja, nicht, jeder, nicht jede Schule ist natürlich auch so ausgestattet wie unsere, hat die Ressourcen vielleicht nicht oder eben auch die Räumlichkeiten, um sich so einen Schwerathletikraum einzurichten. Aber unsere Schule hat das und wir wollen dann vorstellen, wie wir in der Schule ähm, im Bereich der Schwerathletik arbeiten können. Wichtig ist hier, dass wir das auch methodisch und didaktisch so aufarbeiten und aufbauen, dass die Schülerinnen und Schüler, die gerade in der 10. Klasse aufwärts ähm, arbeiten und die gerade auch ähm, vielleicht die ersten ähm, Erfahrungen im Bereich des Krafttrainings machen, so zu schulen bzw. so vor vorzubereiten, dass sie halt auch in den Fitnessstudien gut gewappnet sind und verletzungspräventiv arbeiten können. Ja, Schwerathletik, da gibt es für mich wirklich essentielle Übungen, die wir dann auch. Weitestgehend prüfen. Das ist nämlich der kraft 3 So im Bereich Kraft-3-Kampf befinden wir uns mit dem Kreuzheben, dem Bankdrücken und der tiefen Kniebeuge. Und da eruieren wir die Winkelstellung, die Biomechanik und vor allen Dingen auch die technisch saubere Ausführung jedweder Übungen, die wir da im Krafttrainingsbereich haben. Wir wollen schon die großen Muskelpartien aktivieren. Das ist uns ganz wichtig. Ja, wir arbeiten von oben bis unten eigentlich die kompletten äh, großen Muskelstrukturen einmal ab. Und das äh, stationär, wenn wir die äh, Beinpresse haben beispielsweise, wir haben eine Beinstreckermaschine, wir haben eine Beinbeugemaschine, also da können wir natürlich vor, rückseite, anterior und posterior wunderbar arbeiten. Es ist immer ganz wichtig, dass die ähm, Antagonisten und Agonisten immer wieder gleichwertig äh, bearbeitet werden und das zeigen wir den Schülern anhand unserer Folien die wir auch in der Fachschaft so erarbeitet haben und für uns als sinnvoll erachtet haben. Wichtig ist auch, dass wir, wenn wir so verletzungspräventiv wie möglich arbeiten können, dass wir den Schülerinnen und Schülern auch mitteilen, warum wir welche Übungen machen und weshalb sie überhaupt ein gesundes Muskelkorsett sich aneignen bzw. aufbauen sollen. Ja, also hier auch wieder, wie in den ähm, Videos zuvor, seht ihr... Ähm, unsere Folien, die wir so errichten, die ähm, äh, unsere Folien, die wir so für uns erarbeitet haben und für die Schüler am sinnvollsten erschienen. Diese werden stationär aufgehängt, möglichst vor den Gerätschaften unmittelbar dahinter, dass die möglichst in einer Achse arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass wenn wir die tiefe Kniebeuge arbeiten, dass sie irgendwie die Folien nicht zu tief und nicht zu hoch sind, sondern möglichst neutral auf Blickhöhe, und ähm, dann fangen wir immer an, welche Übungen, also immer benennen, benennen wir die Übung, welche Muskeln werden aktiviert? Hier auch latinisiert beziehungsweise auch äh, in deutschen Gebrauch. Also wenn wir die Beinstreckerkette aktivieren und sagen, der Zielmuskel ist der Quadrizeps femoris, dann sagen wir, es ist ähm, der Beinstrecker. Ne? Also das ist immer ganz entscheidend, dass wir möglichst vielleicht beides benennen. Nichtsdestotrotz, ich bin als halber Südländer immer so ein bisschen getrimmt, dass ich das Latinisiert, das ist für mich viel einfacher als das Deutsche. Aber nichtsdestotrotz ist es entscheidend, dass wir beidsprachig da so ein bisschen agieren und dass sie auch wissen, welche Muskelpartien aktiviert werden dann ähm, welche Geräte werden genutzt in dem Fall wird die Langhandel benutzt bei der Langhandelmaschine und dann ähm, wird beschrieben welche Bewegungs ähm, also die Bewegungsbeschreibung die Ausgangsstellung der Übung da gehen wir wirklich nur darauf ein deskriptiv was wir, Sehen möchten, beziehungsweise was es zu spüren gibt, ja, und welche Positionierungen vielleicht am sinnvollsten sind, damit wir möglichst verletzungsfrei solch eine Bewegung ausführen können. Wir achten auch auf Deviationen in verschiedenen Winkeln, was passiert hier. Wir fragen auch nach, vielleicht gibt es auch Schülerinnen und Schüler, die äh, skoliotisch äh, sind, also ähm, äh, eine längsseitige äh, Vor Vorwölbung der Wirbelsäule. Und ähm, vielleicht haben sie andere Pathologien wie, ich weiß nicht, ähm, Kniegelenksverletzungen, Schwunggelenksverletzungen. darauf müssen wir eingehen. Mangelhafte Mobilität, das ist ganz entscheidend, dass wir da wirklich auch eingreifen. Dann, was es noch zu beachten gibt, ähm, das ist dann der letzte Punkt unserer Folie. Beachte, ne, dass beispielsweise hier steht wie bei den beiden vorigen Übungen bleibst du leicht in der Lodose, in der Lendenwirbelsäule also sprich dass die äh, wenn wir uns die Wirbelsäule betrachten, dass sie leicht doppel S-förmig ist, die Lordose ist im Prinzip die innenseitige Vorwölbung der Wirbelsäule und äh, die Kyphose eben im umgekehrten Fall, also in der Brustwirbelsäule haben wir eine Kyphose und in der Lendenwirbelsäule haben wir eine Lordose und viele kippen mehr ab, wenn sie in die Kniebeuge gehen und das sorgt, wenn wir vertikallast haben, für mehr Druck auf die Lendenwirbelsäule Unterseite und das kann natürlich auch zu Verletzungen führen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Das müssen wir denn erklären. Engage the core, ne? also ähm, haltet möglichst auch die Bauchmuskulatur so fest beziehungsweise spürt euch da rein, dass ihr möglichst immer aus der Rumpfachse arbeitet und dann ähm, gehen wir da in verschiedene Achsen ja. über. Hier biomechanisch zum Beispiel die Tiefe 90 Grad Kniebeuge, Dreiviertel Kniebeuge machen wir dann auch mit verschiedenen Lasten. Also wir arbeiten wirklich dann auch mit Lasten, schweren Lasten in der Schwerathletik, in diesen athletischen Räumen, die wir haben und zur Verfügung gestellt bekommen haben. Dann auch hier, wenn wir uns das Beispiel beim Bankdrücken vornehmen. Die Ausgangsstellung, welcher Muskel wird aktiviert? Da wollen wir aber auch nicht hören. Es kommt immer darauf an. Wenn du natürlich einen Sportleistungskurs hast oder dergleichen, da würde ich vielleicht schon mal abfragen, äh, welche Teile äh, beispielsweise hier beim Bankdrücken im Pektoralbereich, welche Teile oder äh, welche Teile des Pektoralbereichs ähm werden denn also des Pektoralbereichs werden denn innerviert beispielsweise bei der flachen äh, bei der flachen Variante des Bankdrückens? Ne? Das kann man tatsächlich auch mal abfragen. Aber sehe ich jetzt nicht als so relevant an, ähm, gerade in in den Bereichen 10. bis 13. Klasse. Da müsste man halt die wirklich ablegen. Bin ich ein Sportgymnasium? Welchen, äh, welchen äh, Mehrwert setze ich rein? Und auch ähm, welche welche Standards will ich setzen für meine Klasse. Und das ist natürlich auch stereotypen abhängig, ähm, wie ist meine Klasse ausgelegt? Wenn ich eine Klasse habe, die wissensbegierig ist und die natürlich auch auf so medizinische ähm, Begriffe Wert legt oder das auch gerne lernen möchte, weil sie später im ähm, Gesundheitswesen arbeiten wollen, sehe ich das schon als relevant an. Und hier auch wieder beispielsweise das Kreuzheben, um mal diese Abfolge des kraft -3 kampfes mal abzuschließen, was wir dann auch prüfen im theoretischen und praktischen Bereichen. Da haben wir dann auch Folien ausgelegt. Mir ist wichtig, dass sie variantenreich arbeiten, dass sie auch Übungen selber entwickeln, dass sie vielleicht auch in ähm, Frequenzen oder Intensitäten oder Gewichtslasten auch variieren. Und dann gibt es von uns immer ein Protokoll, das ausgehändigt wird, ähm, damit sie diese Evaluation im Zuge der Zeit auch ähm, für sich selber sehen. Beispielsweise wir fangen in der ersten Woche an, sind ähm, sechs bis acht Wochen in der Schwertledig ähm, und dann können Sie für sich auch diese Entwicklungen sehen. Ja? Wenn wir sieben bis acht Übungen machen meistens, jetzt habe ich sie nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall den Kraft-Dreikampf, dann haben wir noch den äh, Klimmzug, ähm, Rudergerät, ähm, Bauch haben wir relativ freie Übungen, Gegenlast, dann haben wir natürlich das Kabelzug, am, äh, also Trizeps-Kabelzug, Bizeps-Curls haben wir am Kabelzug. Also da, dass sie die Entwicklung sehen, dass sie auch wirklich trainieren können, damit sie dann in der Prüfung weitestgehend ähm, äh, bestens abschneiden und auch dann vielleicht vorbereitend auch auf, auf das Fitnessstudio schon mal mit einem gewissen Niveau anfangen können. Das ist ganz entscheidend, diese Pro die Protokolle für die Schülerinnen und Schüler, die ähm, Folien, damit sie sehen, was sie tun, was sie beachten müssen. Und obendrein haben wir noch Videoanalyse. Also ist es ist immer ganz entscheidend, dass ich... Neige dazu, meine Schülerinnen und Schüler so ein bisschen als Coaches auszubilden, dass sie halt auch sich gegenseitig filmen. Die Achsen, die Biomechanik auch mal von, ähm, weiß mal, von vorne, von der Seite. Damit denen fällt meistens vieles auf dann und können Vergleiche ziehen gegeneinander. Die können auch die Videos übereinander legen und dann Vergleiche ziehen zu vorher, nachher. Die können Vergleiche ziehen in der Gruppe untereinander, weil ich meistens stationär mit drei, vier arbeiten bei sieben Stationen und so können sie sich dann gegenseitig überprüfen und werden selbst zu kleineren oder beziehungsweise guten Trainern später ausgebildet. Ja, das zum Thema Schwerathletik in der Schule. Ich hoffe, es war lehrreich und wenn ihr Fragen habt, könntet ihr euch jederzeit bei uns wenden.